Yo Leute, was geht da? Wir sind zurück mit Paper Mario und es ist, oh Gott, so viel Grafikfehler. Okay, so, so ist cool. Hier sind keine Grafikfehler. Ja Leute, zurück mit Paper Mario und ja, es kam in den letzten paar Tagen kein Paper Mario, was erstens daran lag, dass ich Pokémon wieder ein bisschen öfter bringen wollte, weil ich da ja auch zwischendrin mal eine kurze Pause hatte. Aber es hat auch noch einen anderen Grund gehabt, damit ich jetzt hier eine kurze Paper Mario Pause gemacht habe. Und zwar, passt mal auf, vielleicht fällt euch hier was auf, das ist nämlich wieder mal Englisch. Ja, ich muss das wieder mal umstellen, weil die deutsche ROM wieder mal rumgebackt hat und rumgefuckt hat. Und ja, deswegen muss ich einfach mal auf die englische ROM umschalten, deswegen ganz kurz halt bis zum nächsten Checkpoint, wenn wir auf der Insel Lava Lava sind, wird es Englisch sein, danach werde ich es wieder umstellen und dann hoffe ich, damit es dann wieder funktioniert. So viel dazu. So, ich versuche das mal halbwegs zu übersetzen. Ihr wisst, meine Englischkenntnisse sind jetzt nicht die besten, aber mal gucken. Mario, alter Junge, du must remember to take me to Lava Lava Island with you. Ihn mitnehmen zu Lava Lava Island. Okay. Ja, wir müssen mit dem Thunfisch reden. Do you want to go to Lava Lava Island? Ja, wir wollen zu Lava Lava Island. Yes! Okay, das noch klappt das mit dem Englischen. Noch versteht man das Ganze. Sir, this is safe. Bist du sicher, bist du dir sicher, dass das sicher ist? make some room. Mach mal Platz. Yo, mach mal Platz für ihn. So, okay. We are off to Lava Lava Island. The sea is calling. Also, wir fahren jetzt dahin und die See ruft nach uns. Irgendwie sowas. Ich kann es nicht glauben. Wir sind auf einem Thunfisch, Mario. Und irgendwas anderes hat er auch noch gesagt. Ja, ich verstehe das voll und ganz, um was es hier geht. So, hier ist nämlich das Spiel abgestürzt nach dieser schönen Szene hier auf diesem schönen Thunfisch. Und es ist verdammt laut bei mir. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz leiser machen bei mir. So ist es angenehmer. So, ja, guck mal, es klappt. Guckt mal, Leute, da bin ich nicht hingekommen, der deutschen ROM. So, Kapitel 5, ja. Hot, hot times on Lava Lava Island. Ja, es wird anscheinend heiß und so. Mal gucken. Oh, guck mal, Leute, wie schön. Hier ist es wunderschön. Guckt mal, wie es hier aussieht. Das ist ein Traum. Söchen. Danke, großer Thunfisch. Ja, du. Falls du zurück nach Tautern willst, musst du einfach nur fragen. Ja, okay, werde ich tun. Yo. Wir sind jetzt da. Bla, bla, bla. Lava Lava Island. Yo. Ja, alles klar. Ja, dann renn mal los. Ja, super toll. Yo, Mario. Ram, 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 ram. Ja, renn einfach mal zu Mount Lava, irgendwas. Super toll, wir müssen uns beeilen. Ja, ja. Okay. Oh, da hinten ist was. Da ist was. Das will ich doch mal gleich mal haben. Was ist das? Ist eine Stoppuhr, die ich nicht mehr tragen kann. Ne, dann lassen wir das einfach. Oh, eine Kokosnuss. Eine Kokosnuss from Lavandia Island. Oh, macht einen Schaden. Nee. Also, man kann es auf einen Gegner werfen, das macht Schaden. Ah, Mann, die Greifer sind wieder unvollständbar krank. Oh, guck mal, Leute. Das ist ja schön. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Ui, das ist ja wunderschön. Was kann man hier machen? Oh. Ah, ja. Okay. Ist okay. Ist okay. So, wir gehen jetzt mal dahin. So, Hilfe, yo. Oh Gott, ich glaube, der gute Typ ist gerade in den ersten Gegner gerannt. Oh, Klingel. Oh, da oben ist ein Brief. Wir haben einen Brief gefunden. So. Ach, Colorado, du bist irgendwie ein bisschen blöd. So, komm her, du Fuzzy, du Fuzzi. Fuzzy, du Fuzz. So. Ja. Kurzen Prozess und so. Und pow. Reicht das schon? Nö, das reicht noch nicht. Schade. So. Und ja. Oh, das war ziemlich scheiße, wenn man drüber nachdenkt. Oh. Oh, was ist jetzt los? Okay, ich muss ganz oft A drücken, ich verstehe schon. Und der teilt sich. Na, ganz toll. Okay, den zweiten könnten wir aber eigentlich mal platt machen jetzt. So, der dürfte jetzt eigentlich tot sein. Jo. Und der erste, wenn wir Glück haben, auch. Ich krieg das gerade irgendwie nicht so ganz gebacken. So, ich drück ganz schnell A. So, alles klar. Okay. Mann, ganz schnell A drücken. Geh weg von mir, du Vieh. Meine Fresse, was ist denn da los? Was ist denn los mit dir?
Okay, 3, 3 sind 6. Okay, jetzt sag mal endlich hier, komm. Ja, geht doch. Muss nur ein bisschen früher loslassen. Und in der nächsten Runde hätten wir das dann auch geschafft. Geh mal weg von mir, du Vieh. Okay, die geben 2 Erfahrungspunkte. Naja, es ist jetzt nicht die Welt, aber sagen wir mal so, es sind Erfahrungspunkte. Man nimmt mit, was man kriegen kann. Lalalalalum. Okay, hallo Colorado. Oh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Kumpel. Yo, genug von dem. Lass uns irgendwie zusammen... And press on what... Ja, lass uns zusammen weitergehen, irgendwie sowas. Ja, lass uns weitergehen. Das ist schon okay. Oh, lass uns nochmal klingeln. Klingeln! Und dann nochmal hoch, komm. Ach, ist das hier so wunderschön. Das ist... Ach, es ist ein Traum. Das ist ein Traum hier. Oh, Leute, guck mal, wir sind in Yoshi's Island. So, in die Richtung. Guck mal, Yoshi's Village. Hallöchen. Hallo, howdy. Das ist Yoshi Village. Mount Lava Lava, you say. Also, ja, wo wohnst du? Ja, du sagst, warte mal, well. This is just a village, but there's no way to... irgendwo hier in der Nähe anscheinend, aber man kann es irgendwie nicht erreichen. Irgendwie sowas. Du willst nicht sagen, das ist besser. Man sollte nicht so nah irgendwie dran gehen, weil irgendwie kann der ausbrechen jederzeit, irgendwie sowas. Oder sollte bald oder irgend sowas. Okay, ich suche eine Speicherstation, damit wir vielleicht eventuell das Ganze wieder auf Deutsch umstellen können. Also irgendwie habe ich jetzt den Plan. Also die erste Speicherstation, die kommt, die nehme ich dann gleich und dann wird gesaved und was zur Hölle. Hier sind viele Yoshis. The village leader is my friend. Das ist schön. I mean, hello, how are you? I'm fine, yo. Great. But anyway, ever since I was a child, the village leader has a very strong... Ja, verstehe ich nicht so ganz. When I heard I was going to be the village leader, I wasn't surprised at all. Ja, ihr könnt das garantiert besser verstehen als ich. Welcome to you, Mario. I'm the village leader of Yoshi's Village. Ja, das ist schön, dass du hier der Big Boss bist. Ah, you come seeking help. Was? You wish to go to Mount Lava Lava. Ja, wir möchten gern zu Lava Lava. Da hast du recht. This jungle, but it's very difficult to get. Also irgendwie durch den Dschungel müssen wir gehen, aber es ist anscheinend recht schwer, da hinzukommen. The volcano has awakened as well. Also der Vulkan ist irgendwie erwacht und ja, das ist irgendwie so. A single way to be dangerous. Ja, es ist irgendwie gefährlich, da hinzugehen. Okay. Das ist egal. Ist egal, wir gehen trotzdem. Hallo, Yogi. Yogi ist auch gut. Well, well, hello. If it isn't Mario, welcome to Lava Lava Island. Ja, hallo. This island almost entirely. Gott, was für Wörter, die kenne ich alle gar nicht. Bei Chicken Jungle, still hawking. Lass die Leute in Ruhe. So, was hast du zu sagen? Du bist ein blauer Yoshi. Ich mochte den blauen Yoshi damals sehr gern. Hey there, Mario! Have you met the Ravens yet? Was ist mit Raven? Raven kommentiert das hier wieder und sagt, ich kann nicht Englisch. Was? Egal. They live at the top of the biggest tree in the village. Was? There are lots of them, but they never come down. Ja. Mysterious. Everyone says Sarah. Lass mich in Ruhe. Ich hab keine Ahnung, was die labern. Sprech doch meine Sprache, das wäre geil. Alter, Gravifier des überdimensionalen Todes. Scheiße, das war ja mal... Alle, jetzt rastet aber hier die Grafik aus. Was soll denn hier der Terz? So, Leute. Gott, das sieht so schlimm aus gerade, ne? Egal, wir safen. Leute, hier ein kleiner Cut. Ich mache jetzt hier wieder Deutsch. So, jetzt sollte das Ganze hier wieder Deutsch sein. Probieren wir das mal. Hallo, sprich mit mir die Sprache, die ich kenne. Oh Gott, er spricht Deutsch. Guck mal, wie schön. Hi, wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Cheep da drüben gesprochen? Sie ist hier als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nun mal Kinder. Ach übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz alleine in den Dschungel. Er sagte, er wollte zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Ach Gott, sie sprechen Deutsch. Es ist so schön, wenn sie Deutsch können. Schön!
Gott. Okay, Leute, wie sieht's denn hier mit meiner Gesundheit aus? Sie sollte eigentlich gut aussehen. Halbwegs. Komm, kostet das was? Lass mich mal schlafen, Mr. Toad. So lange, naja, lass mal pennen, ja, okay. Ist so schön, lass mal Haier machen gehen. Okay, Leute, so. Hast du gut gehört? Ja, ich hab gut gepennt. Das ist schön, danke, Toad. Bis zum nächsten Mal, werden wir dich vielleicht mal wieder sehen. So, ja, auf jeden Fall, ich freue mich, dass es jetzt wieder Deutsch ist und es scheint hoffentlich auch zu funktionieren. Also, es wäre auf jeden Fall cool. So, was gibt's denn hier Schönes zu entdecken? Hier gibt's, oh Gott, soll ich mit jedem reden? Hallöchen! Wir sind die schrecklichen Fünf. Wo wir sind, da ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren geheimen Plan in Tat umsetzen. Das ist doch cool, Mann! Nur wir Fünf kennen den Plan und genau so muss es sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh Mann, ich bin aufgeregt, Mann. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Okay. Ja. Früchte sind immer gut. So, es gibt, oh Gott, hier oben gibt's Grafikfehler der ultimativen irgendwas und irgendwelche Viecher. Hallöchen. Kra. Oh, ihr habt ja viel zu sagen. Kra? Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Who the fuck ist Don Raphael? Lass mal runtergehen, hier oben ist mir viel zu viel Grafikfehler. Okay, die lassen mich hier nicht runter, dann geh mal halt hier runter. Okay, hier fühle ich mich besser. Hallo, du bist hier der grüne Yoshi. Ha, willkommen! Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Du musst wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Cooper gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Er hat irgendetwas darüber gebrabbelt, er müsste einen Weg in den Vulkan hineinfinden. Du weißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Oh, das ist weniger gut. Du bist Sushi? Hallo, ich Yoshi. Heutzutage kommt nicht mehr viel Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keine Beweise dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas aushecken. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi hinters Licht führen, haben sie sich geschnitten. Yo. Das ist also Sushi. Wir merken uns mal Sushi. Sushi? Guck da hinten, Sushi, nicht kein Mittagessen, nee, er lebt noch. So, wir wollen speichern. Speichern ist eigentlich immer eine gute Sache, man kann mit Speichern eigentlich nie was verkehrt machen. So, also Colorado soll angeblich hier die andere Richtung gelaufen sein, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir den guten Kerl hier finden. Okay, Hilfe! Okay, der Colorado ist anscheinend wieder mal voll in Danger. In Dangerous? Der Typ ist aber auch so... Guckt euch das mal an, der ist einfach nur blöd. Ich würde ihm einfach am liebsten... Komm, lass ihn doch einfach verschlagen, das ist mir doch scheißegal. Weg von mir, du hässliche... Okay. Hey, man muss ihn wirklich nicht besiegen, interessant. Wusste ich gar nicht. Das war ja schrecklich. Hast du keinen Manieren, Mario? Du würdest tatsächlich ohne mich weitergehen? Ja, weil du nervst. Nun, nicht jeder hat ein nobles Herz. Es sieht aus, als wäre unser Ziel der Vulkan und ganz in der Nähe. Wollen wir weitermachen? Na, ist okay. Ist das Fino irgendwo hier? Ich würde ja trotzdem gerne mal gegen kämpfen. Was bist du? Hier kann man doch auch... Oh. Na gut. Großer Baum? Nö, interessiert sich nicht so ganz für mich. Ist da hinten was? Da hinten ist doch was, das sehe ich doch. Guck mal weg, da ist doch was. Ein Gelee Royal, das ist ja mal cool. Das nehmen wir doch glatt mit für... Ja, für die Soda. Oder ne, für den Wold... Ne, für den Voldo-Pilz. Den brauche ich nicht. Ich bin kein so ein Freund von Voldo-Pilzen. Die sind einfach nur nervend. So, Colorado, guck mal, hier ist Lava. Oh, Mario, sieh dir das an. Ja, das sieht aus wie eine Höhle. Wie ein Vulkan, wie Lava. Das sieht doch aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es, die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Oh mein Gott. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lasst uns ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg hineingeben. Es muss. Komm. Ja, okay.
Ich kann nicht mal reinspringen. Nicht mal Suizid kann ich begehen. Das ist so. Egal. Ja, Leute, der Part ist wieder vorbei. Ich würde sagen, wir bleiben hier bei dem großen, schönen Baum stehen. Und beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir einen Weg in den Vulkan finden. Also, bis zum nächsten Mal. Watt, sag auch tschüss. Tschüss. Tschüss.